Rainer Loock präsentiert. Hallo Freunde. Am 26. Juni 2022 bin ich in der Sommerpause nach Mallorca verreist. Weil ich mit Ryanair geflogen bin, hatte ich 2 Stunden Verspätung gehabt und habe mich dazu entschieden zu planisputten aus Langeweile. Nun viel Spaß euch bei den Aufnahmen. In der ersten Aufnahme sehen wir, wie ich es im Rainer Loock-Stil sagen würde, einen flotten Dreh. Im Vordergrund sehen wir eine Eurowings Airbus A320. Weiter vorne bewegt sich eine polnische Lot vom Typen Embraer J-170ST, die in der Star Alliance-Bemalung, um zu signalisieren, dass man eine Sklavenfluggesellschaft der Lufthansa ist. Im Hintergrund sehen wir eine frisch gelandete Swiss des Typens Airbus A321. Nun sehen wir einen riesigen Metallvogel. Es handelt sich dabei um die Airbus A380-388 der Fluggesellschaft Emirates. Die Airbus A380 ist das größte Passagierflugzeug weltweit und ist im Gegensatz zu der Boeing 747, das frühere größte Passagierflugzeug der Welt, ein konsequent durchgezogener Doppeldecker. Dieses Flugzeug braucht natürlich aufgrund seiner enormen Größe 4 Triebwerke, da es sonst nicht vom Boden loskommen würde, was für ein Flugzeug ein bisschen ungünstig wäre. Es fliegt täglich eine solche A380 von Hamburg nach Dubai, und es freut mich überaus doll, dass ich dieses Flugzeug noch in Hamburg sehen kann, wobei dieser Flughafen an sich immer mehr und mehr an Bedeutung verloren hat in der Vergangenheit. Immerhin konnte man früher von diesem Flughafen aus direkt nach Miami, New York, Tokio oder Bangkok fliegen, während man heute eher eine Ferienfliegerversammlung hat. Danke fürs Zusehen.